So, wir sind jetzt am Flughafen. Frankfurt, delayed. Jetzt kommen gleich die Spieler raus. Jetzt werden wir zum Auto sprinten, zum Stadion fahren und hoffen, dass wir die irgendwie noch stoppen können. Frankfurt! Frankfurt, ja! Kostic-Stadt, die ganze Eintracht Frankfurt. So, die Lasker kommen rein. Why always me? Ooh, back on Balotelli, telly, telly, yeah, why always me? So Freunde, bevor das Video anfängt, wollte ich nur kurz erklären, wie der Vlog eigentlich zustande kam, weil das war die spontanste Idee, die es gab. Hochi und ich wollten in die Bus-City fahren, sahen den Bus von Frankfurt, wir sind nachgefahren und da war da nur das Gepäck drin. Dann sind wir aber, wir haben erfahren, dass um 13:40 die Spieler beim Flughafen ankommen werden. Dann haben wir gewartet, dann sind wir denen nachgefahren, sind dann spontan auf gut Glück zum Lasker-Stadion gefahren und haben da noch zwei Karten ergattern können. By the way, wir haben Trikot und Schuhe und alles bekommen. Und was wir noch alles bekommen haben, das werdet ihr am Ende des Videos sehen. Haben wir schon ein Problem? Wir haben jetzt zwei Leuten zwei Karten abgekauft. Wir sind jetzt reingekommen. Wir sind hier, Digga. Wir sind hier. Wir sind hier einfach so random. Die Lasker kommen rein. Einfach klasse hier. Oh mein Gott. Kostic! Es ist krank. Kostic da die ganze Eintracht Frankfurt vor uns, 5 Meter. Okay, mit Rappi ist schon ein Monster. Videos, die der Last immer wieder vom Bau vor uns spielen können. Spiel gespielt. Boah! Mario Götze ist einfach hier. Er spielt da jetzt bei Eintracht Frankfurt. Dass wir hier sind, ist die spontanste Idee. Wir sind in die Plus-City gefahren nach Linz. Wir haben dann einen Bus gesehen von Eintracht Frankfurt. Wir sind dem nachgefahren, um herauszufinden, das war nur das Gepäck und nicht die Spieler. Ja. Dann haben wir auf die Spieler gewartet am Flughafen, sind hergefahren, haben uns gedacht, wir gehen einfach mal kurz her, vielleicht bekommen wir Tickets. Gut Glück. Sind dann an allen vorbei gedribbelt durch die Security-Kontrolle. Wir waren in einer Minute durch, die anderen haben eine halbe Stunde gewartet und haben noch zwei Karten bekommen, auf gut Glück. Ja. Und jetzt sitzen wir hier, haben ein Foto mit Glasner gemacht. Minute, man merkt schon den Klassenunterschied. Bei Eintracht, die haben sehr viel Ballbesitz und haben sehr viele Chancen. Lask hat jetzt auch schon ein paar Chancen gehabt, die kommen jetzt wieder ins Spiel rein. Magst du Würstchen? Knopf, wie geht's? Knopf! Hans, Knopf! Götze! Götze! Mach ihn, Götze! Erste Halbzeit ist vorbei. Bitte! Das war eine Trikotkanone. Ich hab's dazu gewunken und die haben jetzt echt zu uns in die Nähe geschossen. Ich hab mir das Trikot ergattert. Mario Götze, der Weltmeister. Keeper ist ready. Mario! Bitte nachher Trikot, bitte! Eintracht Frankfurt hat schon gute Chancen jetzt wieder gehabt, also das ist... Mario Götze, heftig. Eintracht Frankfurt, zweite Halbzeit, einfach 11 andere Spieler am Feld. Es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Es sind noch keine Tore gefallen, aber es ist sehr unterhaltsam als Neutraler. Bruh. Perfekt, Digga. Na! Wir sind jetzt noch ein bisschen hier geblieben. Wir haben von jedem jetzt eine Autogrammkarte bekommen.
von jedem jetzt ein Autogrammpaket bekommen. Schuhe bekommen, T-Shirts bekommen, Trikots bekommen. Guck mal, Digga, wir haben so viel bekommen, Digga. Das war so wild. Jeder Spieler geht da einzeln durch. Die sind echt anders korrekt. Da ist Carlos. Also die sind wirklich bei Nascens, die sind korrekt. Jeder Einzelne geht da durch. Gibt dir eine Autogrammkarte. Manche geben dir was, Trikot oder Schuhe oder so. Ey, die sind komplett krank geil. Ey, es sind gefühlt, weiß nicht, 60 Leute noch hier. Wir sind unter den letzten 60 Leuten hier. Wir sind jetzt nach Hause gefahren zum Sebastian. Wir sind jetzt, wie lange sind wir noch? 2 Stunden nach Abpfiff waren wir noch im Stadion. 0-0 ausgegangen. 0-0 ausgegangen. In der Halbzeit war das erste Highlight. Da haben sie so Trikot mit so einer Trikotkanone Trikots verteilt und schossen sie in unsere Richtung. Ich habe das erste natürlich direkt ergattert. Und nach der Spielervorstellung sind alle nochmal eine Runde durchs Stadion gegangen. Wir haben von jedem eine Autogrammkarte, von jedem Foto. Also wir haben also das Trikot bekommen. Trikot, dieses Trikot. Dieses Trikot. Noch, dieses Trikot. Und ein T-Shirt, dann noch einen Laufschuh, dann noch ein ganzes paar Fußballschuhe und, was ich unbedingt wollte, weil ich ja selber Tormann bin, signierte Handschuhe von Schlager an den Tormann von Lars Klins. Wenn da nicht abonniert, dann weiß ich auch like nicht mehr. Und ein Like und kommentieren. Auf jeden Fall danke nochmal an alle, die das uns ja, Digga, gegeben haben. Das war so heftiger. Krank, alles ja. Von Spielen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und Abo weg. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.